So, jetzt fräsen wir hier einen schönen Schlitz rein. Oh Mist, wir haben überhaupt gar keinen Anschlag. Moment. So. Shit, das hält überhaupt nicht. Größere Schlitze wiederholgenau zu fräsen ist wunderbar. Einfach weil es super schnell geht. Mit Handwerkzeugen geht das auch, aber halt nicht ganz so schnell. Problematisch mit der Fräse an sich haben wir überhaupt gar keine Führung. Das heißt, wir müssten irgendwie mit unseren super Skills das Ding super gerade halten. Schwierig. Wenn wir kleine Querschnitte haben, funktioniert auch die klassische Lösung nicht, dass wir also eine Führungsschiene auflegen, denn die hat ja überhaupt gar keinen Auflagepunkt. Wie soll das gehen? Und wer jetzt sagt, spann ein Stück Holz daneben, no. Und wiederholgenau ist es auch nur bedingt. Es gibt jede Menge Vorrichtungen, die dieses wiederholgenaue Arbeiten ermöglichen. Die muss man aber kaufen. Wir wollen heute mal eine Vorrichtung selber bauen. Bevor wir das machen, warum nimmst du nicht die kleine Tischfräse? Eine solche stationäre Maschine ist supidupi, aber bei kleinen Maschinen gibt es irgendwann so ein bisschen den Punkt, wo es dann doch mehr Sinn macht, die Maschine zum Werkstück zu bringen. Einfach weil das Werkstück relativ groß ist und eventuell die Kapazitäten eines solchen Tisches ein bisschen überschreitet. Wenn wir da jetzt einen sehr großen Fräser einspannen, kann es etwas nervig sein, solche Stücke, denn das ist das Format, was wir in dem Projekt später in diesem Monat bearbeiten wollen. Das ist der Querschnitt, den wir da haben. Und wie gesagt, manchmal macht es dann irgendwann mehr Sinn, das Werkzeug zur Maschine zu bringen. Erinnert euch an das Thema Zuschnitt. Auch da finde ich es manchmal sinnvoller, eine verhältnismäßig kleine Säge zum Stück Holz zu bringen, einfach weil die Säge viel einfacher zu bewegen ist als das Werkstück. Es gibt aber noch eine andere Fräse, die tatsächlich viel logischer wäre, aber auch da spricht etwas gegen. Also rüber zur Tischfräse. Eine solche große Tischfräse mit so einem wunderbaren Leitz-Verstellmutter wäre natürlich für den Tischler der logische Schluss. Wir haben einen wunderbaren Vorschubapparat, wir machen eigentlich nichts anderes, als die Bretter hier durchzujagen und alles ist ruckzuck fertig. Genau so machen wir das auch, wenn die Kamera nicht läuft. Aber also bei normalen Aufträgen würden wir das genauso machen, einfach weil das der schnellste und logischste Weg ist. Aber bei YouTube-Projekten geht es ja auch oft darum, euch eine Möglichkeit zu geben, Dinge nachzumachen und eure eigenen Prozesse einfacher zu machen. Und deswegen bist du ein wohlgehüteter Schatz, aber wir wollen etwas Günstigeres nehmen als dich. Also zurück zu unserer Platte. Hä? Oh, wieso zurück zur Platte? Du hast sie ja noch gar nicht gezeigt. Aber jetzt bin ich gegengelaufen. Gott! Moment. Diese Platte. Oh, scheiße, ich bin echt voll gegengelaufen. Naja, es ist zum Glück kein richtiges Glas, sonst könnten wir jetzt ein anderes Projekt filmen. Es ist Plexiglas, Acrylglas, Bastlerglas. Nennt es, wie ihr es wollt. Es ist auf jeden Fall eine durchsichtige Platte, die 1 Zentimeter dick ist. Und durchsichtig finde ich tatsächlich ganz schlau. Es gibt ja ganz viele Router-Jiggedies in dieser Internetwelt. Aber was ich dabei tatsächlich schlau finde, ist, wir können durchgucken und immer noch so ein bisschen sehen, was passiert. Das ist gerade für Leute wie mich immer ganz gut, weil ich habe sowieso schon Schwierigkeiten zu gucken. Und wenn das Material, aus dem der Jiggedy ist, es mir sozusagen leichter macht zu sehen, was passiert, dann finde ich das dope. Komisches Wort, aber passt. Was wir zuallererst mal machen müssen, diese Platte ist zu groß. Ich habe sie euch einmal unten verlinkt. Ich habe extra ein größeres Maß genommen, denn ihr könnt diesen Jiggedy natürlich in den Maßen bauen, die ihr für realistisch haltet. Wir werden diese Platte jetzt aber etwas kleiner schneiden, weil das ist doch etwas sehr groß. Wir sägen das jetzt einfach einmal auf 35 x 35, schneiden also zwei Seiten ab. Genau das machen wir jetzt und dann geht es los mit Action. Ich glaube, das war schon so ziemlich der beste Part des Projekts. Und wie schön, wir haben noch eine zweite Seite, die wir auch noch abziehen können. So, weg damit. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen in meinem Fall, weil ich die Festool UF1400 nutze, diese Basisplatte gar nicht ersetzen, sondern wir wollen die nachher aufdoppeln. Das heißt, wir nehmen nicht
ganz groß wichtig. Wir nehmen nicht diese kleinen Schrauben, um das Ganze wieder zu befestigen. Man könnte es auch mit diesen Löchern machen, machen wir aber nicht, weil ein bisschen Frästiefe verlieren ist nicht so schlimm. Durch die Platte an sich verlieren wir eh schon Tiefe und wenn wir jetzt noch 1 mm oder 2 mehr verlieren, ist das nicht schlimm. Was wir jetzt machen, wir markieren jetzt, indem wir einfach die Ecken verbinden, erstmal die Mitte und zeichnen uns dann wiederum hier die nächsten Bohrungen an. Wir müssen uns in diesem Fall, wie gesagt, bei mir gar nicht alle markieren, sondern nur diese zwei. Es gibt hier zwei Löcher bei der Festool-Fräse. Ich glaube, bei der kleinen ist es auch so, wo man tatsächlich relativ tiefe Bolzen reinschrauben kann. Das würde ich auch machen, denn wir fräsen, da wird viel Kraft freigesetzt. Und je dicker und je fester wir das festschrauben können, desto besser. Bei diesen kleinen Schrauben funktioniert es bei dieser kleinen Platte natürlich sehr gut. Lange Erklärung, ich mache es so und wir bohren dann ein Loch. Und wenn ihr euch gleich fragt, Digga, warum steht deine Standbohrmaschine mitten im Raum? Was ist mit dir? Naja, ihr wisst ja, ich habe ein Auf- und Umräumen-Problem und die Standbohrmaschine soll eigentlich irgendwann dastehen. Aber sie muss vorher noch restauriert werden. Deswegen steht sie jetzt ganz kurz mitten im Raum und im nächsten Video ist sie wahrscheinlich weg, weil ich sie irgendwo anders hingeschoben habe. Also chillt mal und ich muss ein Lineal suchen. Und dann bohren. Also, das sieht ja aus wie Weihnachtsschmuck. Brauchen wir aber nicht, ist nämlich Plastik. Wir haben jetzt hier durchgebohrt, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Wir haben ja die Folie hinten, seht ihr mich, noch dran gelassen, damit wir sozusagen ein bisschen, nennen wir es mal, den Blowout minimieren. Also genauso, wenn wir Holz bohren, wollen wir ja nicht volle Möhre hier durch und die äußerste Schicht wegsprengen, sondern wir wollen vorsichtig bohren. Und diese bündig aufgeklebte Schicht hält tatsächlich schon ein bisschen was zusammen. Was wir auch sehen, der Staub ist irgendwie schon ganz geil aufgeladen. Was wir jetzt machen müssen, wir legen jetzt gleich die Platte hier drauf und vermitteln die mit der Mitte dieser Platte, beziehungsweise mit der Mitte unserer Bohrung. Das muss nicht hundertprozentig perfekt sein, dreht nicht durch, macht so, dass es halbwegs passt, weil am Ende ist es egal. Wir vermitteln das so ein bisschen, dann markieren wir uns grob unsere beiden 6 mm Bohrungen für diese Bolzen. Warum weiß ich, dass die, oder Bolzen, Gewindeschrauben, völlig egal, wie ihr die nennt. Woher weiß ich, dass die 6 mm Bohrung brauchen, weil ich es mit einem Messschieber nachgemessen habe? 5,89, da dürfte ein 6er Loch gut passen. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge von diesen alten Messingschrauben und ich habe jetzt extra diese hier genommen, die man halt wunderbar senken kann. Hanni dreht hier hinten komplett durch. Alles gut, oder? Gut. Also, wir haben extra die mit Senkkopf genommen, damit wir sozusagen nicht so viel Material wegbohren müssen, weil wenn wir jetzt so einen fetten Kopf hätten, dann müssten wir den ja irgendwie versenken, weil, und das ist ja irgendwie nochmal logisch, diese Fräsplatte soll ja bündig übers Holz fahren können. Und wenn da ein Nagel rausguckt oder ein Kopf einer Schraube, ist das schwer. Was wir dann noch machen, seht ihr dann, wir werden jetzt sehr viele Löcher markieren, sehr viele Löcher bohren. Warum, wieso, weshalb, das seht ihr dann. Wie gesagt, diese zwei, die wir jetzt machen, sind sehr, sehr wichtig. Den Rest erkläre ich später. Tatsächlich funktioniert ein Streichmaß auf so ziemlich allen Untergründen. Wichtig ist halt nur, dass wir diese gerade Fläche haben, an der wir langfahren können. Und so können wir uns jetzt hier perfekt einmal anreißen, wo wir gleich in ähnlichen Abständen bohren wollen. Tatsächlich seht ihr, wie gesagt, jetzt nicht so viel, weil das halt nun mal weiß auf durchsichtig ist. Aber ihr seht, wie ich es mache. Und das Wichtige und das Schöne ist, bei dieser Fräsplatte, ihr könnt im Prinzip alles genauso machen, aber anders. Das heißt, solange ihr die Schritte irgendwie ähnlich nachmacht, passt das am Ende. Die Maße und alles andere ist im Prinzip wirklich egal. Das einzig Wichtige ist, dass euer Fräser am Ende im besten Fall durch dieses Loch passt, weil sonst funktioniert die Fräsplatte nicht. Alles andere kriegt man schon hin. Also back to the roots, also eigentlich zurück zu diesem Projekt und mehr Anzeichnen von Dingen, die man nicht sieht, aber es ist halt heute so. Thank you.
Kennt ihr das? Man baut Scheiße und man merkt, oh, das läuft nicht. Aber irgendwie denkt man sich auch so, ja komm, power durch, es wird schon nicht so schlimm sein. Es ist so schlimm, es ist echt, also ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt zuerst alle mit diesem Festool-Bohrsenker direkt gebohrt, was super gut funktioniert. Blöd ist halt nur, dass die Späne so ein bisschen hängen bleiben. Und die Späne haben alles zerkratzt. Ja, naja, gut. Also wir haben jetzt eine Seite, die sieht ziemlich blöd aus. Nichtsdestotrotz haben wir es jetzt einfach voll durchgezogen. Ihr kennt das sicher. Manchmal macht man es einfach und weiß dann für immer so nicht. Also der ist im Prinzip eine gute Idee gewesen, aber wie gesagt, die Späne zerkratzen alles. Das bedeutet, wir können jetzt alle Löcher nachsenken. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ihr habt es ja gesehen, wir haben hier diesen Bohrtisch von Ruvi und der hat diesen verstellbaren Anschlag. Und das ist für solche Lochreihensachen echt Gold wert, weil man halt eigentlich nicht so viel ausrichten muss. Man kann einfach relativ bohrautomatmäßig bohren und dann geht das schon halbwegs klar. Also, wenn ihr das nachbohrt, ja, ihr müsst es auch nachbohren, nachbaut, dann bohrt erstmal durch und senkt dann. Ich weiß, es klingt erstmal blöd, aber wenn ihr so eine ganze Reihe hier wie ich habt, die einfach komplett zerkratzt ist, dann nervt das ein bisschen. Innerlich weine ich. Das ist sie nun, unsere Fräsplatte / Jiggedy. Und wie wunderbar, dadurch, dass sie durchsichtig ist, kann ich diese wunderbaren Messingschrauben sehen, die ein bisschen wie Gold aussehen. Aber ich sehe auch, nein, ich habe den ganzen Dreck mit festgeschraubt. Und egal, wie viel ich hier mit meinem Bambusbesen bürste, naja, also das muss ich vorm Verwenden nochmal sauber machen. Vorhin hatte ich ja gesagt, eventuell verlieren wir etwas an Höhe. Wenn wir jetzt mal schauen, sehen wir, dass wir gar nichts an Höhe verlieren. Also wir können schon sautief fräsen und das ist super duper gut. Ja, mein Fauxpas mit dem direkt vorbohren und senken, den vergessen wir einfach mal. Nichtsdestotrotz sehen wir haben jetzt wirklich eine riesen Auflagefläche. Deswegen auch so dickes Plexiglas, damit es halt relativ stabil ist, weil wir, wie gesagt, eine große Fläche haben. Was können wir jetzt damit machen und wie? Das will ich euch mal eben zeigen. Ganz wichtiger Riesenspoiler, der ganz große Einsatzzweck kommt im Projekt, was wir damit bauen. Denn dafür haben wir das gebaut. Nichtsdestotrotz zeigen wir es euch jetzt einmal eben ruckidi-zuckidi und ziehen einen erschreckenden Vergleich. Ein Prozess, viele Vorteile. Was ihr schon gesehen habt, sowohl am Anfang als auch am Ende ist es super easy, weil wir vorne drücken können. Wir haben viel Auflagefläche. Das heißt, das Kippeln, was natürlich normalerweise passiert, weil die Fräse schwer ist, ist am Anfang und am Ende deutlich zu minimieren. Und was wir auch sehen, wenn wir... Wenn wir einen quadratischen Querschnitt haben, und dieses Ding ist nicht wirklich abgerichtet, also es sieht nur aus wie ein Quadrat, dann müssen wir nichts einstellen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Die Wiederholgenauigkeit ist super hoch und wir können genau an der gleichen Stelle fräsen, ohne dass wir irgendwas einstellen müssen. Und das ist super, super geil. Wir bauen uns sozusagen eine sehr effektive Tischfräse, die wir aber zu unserem Werkstück bringen können. Wenn wir jetzt nochmal an die großen Querschnitte denken, die wir verarbeiten wollen, und die noch größeren Querschnitte, die auch noch demnächst kommen, dann ist das tatsächlich super duper wichtig und auch hilfreich. Was auch hilfreich ist, das ist so ein Klassiker, der mit solchen Sachen auch gerne gemacht wird, wenn ihr diese Anschläge abschraubt, könnt ihr damit hervorragend Schlitz und Zapfen fräsen. Also den Schlitz könnt ihr natürlich ganz einfach so fräsen. Ihr spannt euch das hier ein, tak, 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 fräst ein paar Mal runter, stemmt die runden Sachen weg, schon habt ihr einen super Schlitz. Und für den Zapfen habt ihr halt hier auch eine sehr große Auflagefläche. Das heißt, ihr könnt den Großteil des Zapfens einfach wegfräsen, weil die Fräse viel, viel stabiler steht,
als auf dem kleinen Teller, ups, den sie normalerweise hätte. Was auch natürlich Sinn und Zweck der Sache ist, diese ganzen Löcher sehen nicht nur super lustig aus, sondern sind natürlich super sinnvoll, weil wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, diesen Anschlag zu verstellen. Und nicht nur viele, sondern nahezu unendlich viele. Wir können dadurch, dass wir die Bretter auch theoretisch gesehen diagonal festschrauben, mehr oder weniger jeden Querschnitt damit bearbeiten. Und das ist ziemlich cool. Aber eine ganz große Frage dürfte jetzt im Raum stehen. Nicht, sind ISO-Tunes cool? Ja, sind sie. Sondern, hast du da eigentlich nicht schon ein Jiggity für? Was ihr von mir kennt, wenn ihr diesen Kanal schon etwas länger guckt, ist das CRB7-System. Das ist in der Regel mein Fräsanschlag der Wahl. Denn er macht genau das Gleiche wie das hier. Nicht genau das Gleiche. Es ist ein gekauftes System. Jetzt werden viele sagen, das Ding ist seinen Preis überhaupt nicht wert. Hehe, mit 30 Euro komme ich genauso weit. Und tatsächlich möchte ich demjenigen ein bisschen Recht geben. Ja, und deswegen haben wir es ja heute gebaut, so eine Vorrichtung funktioniert super gut und ist auch relativ einfach zu machen. Das hat jetzt nicht wirklich viel Zeit gekostet und wie gesagt, Geld ja auch nicht. Aber es ist schon so, dass ein solches System natürlich eine etwas feinere, sehr, sehr viel feinere Einstellungsmöglichkeit hat, als unsere Löcher das haben. Man könnte das auch mit langen Löchern realisieren, aber im Prinzip, finde ich, hört dann irgendwo so ein bisschen die Idee auf. Wenn wir jetzt anfangen, den ganzen Tag dran zu arbeiten, dann könnte man eigentlich auch einfach das kaufen. Spoiler, ihr könnt das auch so einfach kaufen, weil es tatsächlich ein sehr, sehr sinnvolles, ja, Komplettset ist. Das CRB7-System kann noch viel mehr Sachen als die, die wir uns heute hier angeguckt haben. Nichtsdestotrotz, ich wollte es euch einfach nur einmal sagen, weil dann vielleicht viele schreiben, hä, warum machst du das? Du hast doch das. Deswegen erkläre ich es. Deswegen habe ich ja auch erklärt, warum wir das nicht mit der Oberfräse, mit der Tischfräse machen. Denn auch das wäre ein logischer Weg. Wir wollten heute einen Jiggity bauen, der günstig, einfach und super gut nachzubauen ist. Und das ist er nun wirklich. Wenn ihr jetzt richtig krass extra fancy pansy seid, dann wow, macht ihr euch eure Anschläge aus diesem Plexiglas. Das geht nämlich auch. Wir haben, wenn ihr die gleiche Platte kauft wie ich und ihr sie aufs gleiche Maß schneidet wie ich, also 35 x 35 cm, genug Abschnitte, um noch wunderbare Anschläge aus Plexiglas zu machen. Das würde wahrscheinlich sehr, sehr cool aussehen. Ich mache es wahrscheinlich nicht, weil ganz ehrlich, der Vorteil dieser Vorrichtung liegt darin, dass wir einfach zwei Reststücke Holz, die wir im besten Fall vorher abrichten oder gerade schneiden, damit wir zwei parallele Kanten haben, einfach knallbumm mit dem Akkuschrauber hier drunter schrauben und schon ist alles fertig, schon eingestellt. Insofern macht es, wie ihr wollt. Das Schöne ist, dass das wirklich ein ganz hervorragender Jig ist. Ups, hallo. Und was ich sehe ist, ich habe immer noch nicht hier drunter gefegt, weil ich euch erstmal zeigen wollte, wie es funktioniert. Ich nehme diesen Besen jetzt aber mit, mache Feierabend, fege hier nochmal drüber und sage, oh Gott, oh, abonniert doch gerne den Kanal. Dann kann ich meine gerissene Milz reparieren. Tschüss, oh Gott. Oh. Es ist alles heile geblieben. Oh Gott, ich muss Feierabend machen. Perfekt. Ciao.